Na, wo kommen wir jetzt hin? Hallo, hört das hier auch mal irgendwann auf? Hallo. Fahrstuhlfahrt ist nicht so lustig, wenn hier komische Arme liegen. Na endlich. Jo! Scheiße, schon wieder hier. Das habe ich mir auch gerade gedacht, ne? Ohne Scheiß. Ich denke mal, wir gehen mal gleich geradeaus, oder was? Naja, Kartenfragment. Ich kann mir das eh sparen, das mitzunehmen. Schade, jetzt komme ich hier nicht rein. Ich habe zwar gerade schon gesehen, dass das hier nicht diesmal der Speicherpunkt sein kann, weil ja das Blut an der Tür nicht war und die Melodie hat natürlich gefehlt. Aber hätte ja trotzdem sein können, dass da irgendwas anderes drin ist. Kommen wir hier in irgendeine andere Tür? Versuchen kann man es ja mal, auch wenn ich gerade nicht viel Hoffnung habe. Nein. Hier? Auch nicht? Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Laufen, 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 laufen. Auch nicht. Menno. Die gönnen mir auch gar nichts, ne? Die nehmen mir jeden Spaß. Nee, jetzt hören wir mal auf, hier rumzujammern. Reiß dich zusammen. Okay, was haben wir jetzt hier? Hallo. Was war denn das gerade? Habt ihr das gesehen? Als wäre er gestolpert. Fällig. Der ist zu hoch zu laufen. Der kann nicht wirklich rennen. Der kann nicht richtig laufen. Kommt jetzt hier wieder dieses Blutblasenmonster? Hey. Was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten. Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen. Ich habe für sowas keine Zeit, Detective. Ich auch nicht. Leslie war schon einmal hier. Und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll. Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Dieses Geräusch! Nein, es funktioniert. Gott sei Dank, es funktioniert. Leslie, alles okay? Ich sollte doch. Warum hat es nicht? Diese Grafikfehler, ne? Furchtbar. Hallo? Das ist es. Deshalb. Doktor, weg! Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Was für ein Idiot. Da fällt mir doch vor Schreck. Der kommt wieder runter. Aber welche Verbindung denn, Alter? Wovon reden die? Ich will endlich wissen, wie das hier, ne, zu Ende geht. Ich bin so neugierig.
So, ich habe jetzt 3000 Jimmy Glipschi, das ist noch nicht wirklich viel, ne? Wo klopft denn das hier? Ich weiß, dass du da draußen bist. What? Hör mir zu, verdammt! Nö, wenn ich aber nicht will, was machst du dann? Klopf doch weiter gegen deine dumme Tür. Ist mir doch egal, ich gehe jetzt hier einfach runter. Nee, mach ich natürlich nicht. Oh, ist voll. Ach, scheiße. Naja, was willst du denn, hä? Wo klopfst du denn? Mit meinem Jimmy Glipschi brauche ich eh noch nicht nach vorne gehen. Das lohnt sich noch nicht. Hier war der doch, ne? Nebenan gleich. Genau. Ruvik ist jetzt wohl ziemlich sauer. Ein Stem-Terminal zerstören? Hätte nicht gedacht, dass er so weit geht. Hä? Stem? Er muss dicht dran sein, wenn ihr die Verbindung zur Vergangenheit habt. Alles, was ihm bleibt, ist die Verbindung zum gegenwärtigen, ursprünglichen Stem in der Klinik. Klinik? Beacon Nervenklinik? Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus. Was ist er jetzt für einer? Hallo? Okay, 3000 Jimmy Glipschi. Lohnt noch nicht irgendwas der Geruch von Blut? Ja, ich weiß ja nicht. Also, ne, stört dich das? Oder was ich von dir halten soll, weiß ich auch noch nicht. Du bist mir auch eine ziemlich schräge Nummer. Was haben wir denn hier noch? Unregelmäßigkeiten in Klinik. Überprüfung deckt Unregelmäßigkeiten in Nervenklinik auf. Situation komplizierter als gedacht. Interne Prüfung in der Beacon-Nervenklinik stellt fest, dass Patienten fehlen. Personalchef Marcelo Jimenez nennt Verwaltungsfehler als Grund. Dieser Jimenez, der ist doch auch schon tot, wenn ich mich nicht irre, ne? Oder zumindest verschwunden, oder irgendwie so. Oh. Er war das, ja stimmt. Jetzt ist er tot, ja. Siehst du? Glaube ich zumindest. Er wurde ja ganz schön platt gemacht. Würde mich wundern, wenn er noch lebt. Dann speichern wir das mal fix ab und dann gehen wir mal gleich weiter. So, tschüss. Ich kann dich nicht leiden. Hau rein. Ach ja. So eine schöne Melodie. An so einem verstörenden Ort. Was die ganze Geschichte eh ziemlich verstört macht. Hier, Exit, ich will hier raus. Lass mich raus! Ich will doch einfach nur hier weg! Arschlöcher. Na gut. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Und ich hab... Oh, ich kann keine Kältebolzen herstellen. Das finde ich ja jetzt mal ätzend. Das gefällt mir nicht. Darf ich das reklamieren? Scheiße. Ist denn hier noch irgendwas Cooles hier im Angebot? Nee, jo. Wird wahrscheinlich aber auch nicht reichen. Ich habe gerade geguckt. Ich hätte mal gucken können, wie viel ich brauche. 5 für einen Kältebolzen. Das ist aber nicht okay. Ist ganz schön teuer. Na, ich ahne. Alter! Nimm deine Griffe weg! Angrabschen gibt's hier nicht. Schau vor, da würde jeder kommen. Wo werden wir denn dann hier? Das, nee. Wo kommen wir denn da hin? Irgendwas spannend? Nö. Alter! Ey, ne? Ich hab mich nicht erschreckt. Nein, hab ich mich überhaupt nicht. Das war so gewollt. Jetzt habe ich mich wirklich nicht erschreckt. Das war gerade nur so. Mach mal Licht hier. Ich sehe doch nichts. Ich sehe doch nichts. Ich sehe doch nichts. Ich sehe doch nichts. Finde ich aber ein bisschen schade, dass die PS4-Version, warum auch immer, anteilig so krasse Grafikfehler hat. Wenn das manchmal so extrem flimmert und flackert, das ist doch nicht normal. Ich glaube nicht, dass das zum Spiel gehört manchmal. Verdammt! Okay. Ich lauf weg. Okay, hat nicht geklappt.
mal gucken, wie wir ihn hier in den Kopf retten können. Ich schaue gleich nach, was geschrieben wurde. Aber gerade schlecht. Okay, das wäre ja, glaube ich, in der Hinsicht jetzt gerade Blenden nicht verkehrt. Blenden. Jetzt, warum wurdest du denn jetzt nicht geblendet? Na! Stopp! Nein, ich will nicht mit dem explodieren! Mann, mir fehlt schon ein Kopf. Sehe ich das dann richtig? Oh, scheiße. Ich hinkel durch die Gegend. Ich hinkel vor allem. Ich hupfel durch die Gegend. Ich brauche eine Spritze. Ich brauche meinen Stoff. Ich brauche meinen Stoff. Ich brauche meinen Stoff. Ich brauche meinen Stoff. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Und was macht er denn? Hallo? Ey, du bleibst immer ganz fluffig da. Ich habe ihn voll ins Auge geschossen. Bist du jetzt tot? Kann ich dich anzünden? Kannst du nicht einfach sterben? Wieso stirbst du nicht? Boah, jetzt frisst er mich auf, ne? Das habe ich nicht verdient, so zu enden. Gargoyle, Katzendrache, Huhu, Kraul. Nix hier mit Kraulen. Stell dir vor, da würde jeder kommen und kraulen. Mir ist letztens aber mal aufgefallen, welchen Gargoyle, Katzendrachen du meinst, ne? Du meinst den, den ich in der Infobox mit hier verlinkt habe, oder? So, wo sind wir? Ja, hier. Wir sind, keine Ahnung, am Arsch der Welt. Das war nah dran? Wie, das war nah dran? Ihn zu töten? Mal gucken, ich glaube, ich muss noch ein Auge da treffen, wa? Geh weg. Das ist mir ein Stück zu doll gesehen. Halt doch mal deinen Schwanz still! Jetzt hat er mich angeglotzt. Die Sau! Ich kann mir jetzt sogar angeglotzt. Alter, irgendwer hat wieder auf den Boden geschissen, oder? Ja, es ergibt eigentlich Sinn. Oh. Warte mal, ich gehe mal davon aus, ich muss seine Augen zerstören. Also wie auch immer. Habe ich den Schwanz eigentlich vorhin schon zerstört? Keine Ahnung. Der sich im Tulu-Logo herumkuschelt. Den hätte ich gerne als Haustür, so 60 bis 80 cm groß, wäre optimal. Ja, jetzt weiß ich auch endlich, was du meinst. Das ist mir auch letztens erst aufgefallen, wo ich gesehen habe, meine Infobox ist ja schon 8 Uhr alt. Hast du schon eine Züchtung beantragt? Nee, leider nicht. Und dieses Vieh, das ist einfach nur dieses Vieh hier von... Ach, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen. Das ist hier von so... Ach Gott, Drachenzähmen leicht gemacht. Jetzt kam ich gerade drauf. Das ist dieser komische schwarze Drache. Ich finde den total knuffig. Also brauche ich ihn nicht züchten. Indirekt gibt's ihn schon. So, jetzt muss ich mich hier konzentrieren. Leute, das läuft so nicht. Das funktioniert gerade nicht. Ich bin nicht multitaskingfähig, auch wenn Frauen das sein sollten. Aber ich bin nicht so wie andere Frauen. Mach doch nicht so einen Hermann da, du Penner. Oh, du gehst mal auf den Sack. Ich glaube, der sagt dasselbe sich selbst so von mir auch. Ist ja übel. Ich will. Wie, was willst du? Ich habe jetzt schon wieder den Zusammenhang verpasst. Tut mir leid. Und nochmal auf ein neues. Wie kriege ich den denn am besten? Die Augen muss ich kaputt machen. Das habe ich ja nur schon begriffen. Kriege ich dann die Augen kaputt, ohne dass der mich schon tausendmal wieder sieht. Ich will ihn einfrieren und ich habe keine Dings. Es ist doch zum Kotzen.
hier, explodier doch einfach. Ich hab lieber bitte gesagt. Nee, eigentlich hab ich nicht bitte gesagt. Ich hab jetzt bitte gesagt. Sei mal so nett. Ah! Scheiße. Geh weg! Ey, der haut auch rein. Bomben! Das ist auch eine gute Idee. Damit kann ich mir auch bewaffnen. Ich muss aber immer erst zu spät einsammeln. Ich habe ein Geschenk für dich! Das hat ihn nicht selber eingebaut. Ich finde das nicht so cool. Stimpack ist schon mal ganz praktisch. Die nehme ich auch gerne im Moment. Hoffentlich macht er mir jetzt hier die Tür nicht kaputt. Grabst auch noch rundherum. Hau mal ab da. Hallo. Jetzt geht er raus. Ich krieg ein zu viel. Ey, fick dich. Lass mich los. Dem haben die echt ins Hirn gekackt. Mir fällt dazu nichts weiter ein. Habe ich gerade gedacht, das macht mehr Krabum. Ja, warte. Aua, wieso trifft er mich denn trotzdem? Ich bin gerade ein bisschen deprimiert. Weil ich nicht weiß, wie ich den töten soll. Und er mich jetzt gleich eiskalt killt. Einfach so. Dabei habe ich ihn gar nicht getan. Oh, der war scheiße. Ja, ja, warte, du kannst mich gleich töten. Ich weiß halt eh nicht, was ich mit dir anstellen soll. Hier, da, nimm mal. Nein. Mach doch mal irgendwas. Nein. Boah, ich dachte gerade, ich bin nicht auch welche dran. Ich werde gerade noch nicht ganz schlau raus, was ich hier mit dem anstellen soll. Also sein Schwanz ist ja nun tatsächlich wirklich weg. Das muss ich ihm dann jetzt wegschießen. Wenn ich das wenigstens wüsste, dann könnte ich ja wenigstens mal irgendwas konzentrieren oder es zumindest versuchen. Oder was wird es denn jetzt? Nein! Nimm dein Auge und geh woanders hin! Ich will nicht schon wieder gefressen werden. Kann ich mal kurz vorbei, danke. Sehr aufmerksam gewesen. Hab ich irgendwie noch Heilung? Nö. Scheiße. Dann zeig mir dein doofes und dein doofes Jimmy gibt die Auge normal, Mann. Alter, du bist ja angefreundet. Ich war hier erstmal auf. Stopp mal. Na okay, Hobbys hat er gefunden. Okay. Das macht er gerne. Was. Stirb einfach. Bist du jetzt tot? Kann ich dir deinen Kopf auch noch abschieben? Das lebt immer noch. Ich glaub doch nicht. Geh weg. Geh weg. Ernsthaft? Hab ich's geschafft? Du denkst zu viel nach bei dem Boss. Ja, ich weiß nicht. Aber war das Auge denn nicht seine Schwachstelle? Ich weiß nicht. Ich hab's ja jetzt geschafft, davon mal ab, aber... Alter. Halb tot, schon wieder die ganze Muni verpulvert. Läuft. Oh, aber dafür habe ich viel Jimmy Glipschi bekommen. GZ, was heißt GZ? Ich glaube, das hast du schon mal verwendet. Na, ich dich auch gefragt, ne? Naja, okay, hätte ich das mal vorher gewusst, ohne Scheiß, ne?
Ja, habe ich mitbekommen. Aber irgendwie dachte ich halt, ich muss irgendwie auf seine Augen zielen. Das war irgendwie so, wo ich mir dachte, boah, das ist offensichtlich. Ah, okay. Ja, das war mir jetzt auch schon klar, dann, dass das Gratulation bedeuten soll. Ich bin ja zwar manchmal ein bisschen dusselig, aber ganz aus dem Kopf gefallen dann doch noch nicht. So, jetzt aber hier ist noch irgendwas zu holen. Ja, genau, davon können wir noch einiges gebrauchen. Und du? Ach, du bist mein Futschi-Pfeil. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich denke, wir werden es noch brauchen. Werdet ihr schon wieder kommen. Ich bin nachher dann wieder da, wo ich damals aufgehört habe, und ich werde wieder nicht weiterkommen, weil ich einfach meine Munition verpulver, als weiß ich nicht. Wird es davon millionenfach hier was rumliegen und so. Ria, bist du eigentlich gerade noch da? Hörst du gerade zu? Wenn ja, dann gibt man ein Lebenszeichen. Kapitel 10 haben wir geschafft. Jetzt sind wir bei Kapitel 11. Ich sage ja so im Schnitt eine Stunde für ein Kapitel. Wie spät ist das überhaupt? Ach so. Ach, ehrlich. So lange zocke ich noch gar nicht. Kommt mir gerade schon wieder vor wie eine Ewigkeit. Gut, Ria ist gerade schon wieder nicht mehr da. Kann ich mich anderweitig bemerkbar machen? Ach so, doch, da ist sie. Ich habe mal nur eine Frage. Ich weiß ja nicht, wie dein Wochenende aussieht. Du kannst mir ja mal so bei WhatsApp schreiben, weil ich mal fragen würde, wie es mal aussieht, mal wieder skypen oder so, ob du mal Bock hast halt. Nicht, weil ich jetzt was Bestimmtes will, aber mir fehlen unsere Skype-Abende, wenn ich mal ehrlich bin. Und jetzt ist ja ein verlängertes Wochenende und wie gesagt, ich weiß ja nicht, was du vorhast. Deswegen kannst du dich ja dann mal irgendwie äußern, entweder hier oder bei WhatsApp. Können wir mal abquatschen. Muss auch nicht dieses Wochenende sein. Ich wollte mich mal nur wieder bemerkbar machen, weil, ne, haben wir lange nicht mehr gemacht. Und das hier zählt nicht. Da können wir kein Trinken bei. Okay, können wir schon, aber irgendwann wäre ich zu besoffen, um zu spielen. Das wäre dann nicht der, fortschrittlich, nicht sehr sinnvoll, meine Güte. Jo, alles klar. Dachte ich mir, dass du von der Idee nicht gerade nicht angetan bist. Weiß ja auch nicht, ne? Ich habe mir dann schon so gedacht, die Kerle setzen wir dann einfach vor die Konsole. Die sollen dann zusammen WoT zocken oder so. Besoffen Game, dann bitte nur noch in Maßen, damit es lustig bleibt. Hier nicht, die müssen ja nicht schreiben anstehen. Ja, Ria, auf jeden Fall. Machen wir bei WhatsApp dann aber später, wenn ich aufgehört habe zu streamen. Und Machalanias oder wie auch immer man das ausspricht, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wie gesagt, ich trinke ja gerne mal ein Bier beim Stream oder so, oder auch mal gerne zwei, und drei sind auch schon vorgekommen. Aber irgendwann bin ich ja dann zu besoffen. Das macht ja dann mir selber auch keinen Spaß mehr, weil ich ja das Spiel nicht mehr verstehe. Ich werde zwar dabei dann immer lustiger, das ist dann vielleicht für den Zuschauer lustiger, aber das ist ja dann nicht ganz Sinn und Zweck des Spiels. Oder des Streams, sagen wir es mal so.